Den gestrigen Volkstrauertag am 14. November begingen auch wir im Oderbruch. Wir hatten eine Spendenaktion ins Leben gerufen, an der sich die Zuschauer unseres Kanals sehr stark beteiligt hatten. Und aufgrund dessen konnten wir zwei sehr tolle Kränze in Auftrag geben, die wir dann den gefallenen Soldaten beider Seiten in der Schlacht um die Seeloer Höhen gewidmet haben. Wir trafen uns gestern im Oderbruch und einige Zuschauer hatten uns angeschrieben und wollten bei dem stillen Gedenken dabei sein. Und so haben wir den Tag dann gemeinsam verbracht. Einige von euch kamen aus der näheren Umgebung, aus der Region. Andere fuhren über 60 Kilometer, um mit uns gemeinsam den Volkstrauertag zu begehen und die Kränze an den Gräbern der gefallenen Soldaten niederzulegen. Das Anbringen der Namen der Spender, die mitgemacht haben, das war wirklich eine Herausforderung. Am Ende hat es funktioniert. Es sah kurz vorher wirklich kritisch aus, dass es überhaupt alles machbar ist, um die Vielzahl der Namen auf die Schleifen zu bekommen. Am Ende waren das ca. 140 Namen, die wir auf diesen Schleifen unterbringen konnten oder mussten. Unbedingt mehr hätte auch nicht funktioniert. Da hatten die Floristen dann schon ganz große Augen gemacht und die Hände über den Kopf geschlagen. Nochmal 10, 20 Namen mehr, das wäre fast gar nicht möglich gewesen und das hätte dann auch nicht mehr ordentlich ausgesehen. Aber am Ende hat alles funktioniert. Ihr werdet es ja auf dem Kranz sehen. Wir haben uns also in Reitwein getroffen und auch da waren schon andere Leute da, die den Volkstrauertag begingen. Das war auffällig gewesen gestern, dass doch recht viel stattfand. In Gorgast hat der Landkreis eingeladen und der Landrat selbst eine Rede gehalten, auch mit Musik war diese Veranstaltung untermalt. Wir haben dann, nachdem wir in Reitwein am sowjetischen Soldatenfriedhof den ersten Kranz niedergelegt haben, dann den zweiten in Sachsendorf auf dem Friedhof niedergelegt. Dort liegen ja auch die Kameraden vom Gerhard Tillery, was ja der Ursprung, die Ursprungsidee war, diesen Volkstrauertag dem Gerhard Tillery, seinen gefallenen Kameraden seiner Division zu widmen, die ja in Sachsendorf hauptsächlich beerdigt wurden. Dort haben wir am deutschen Mahnmal den zweiten Kranz niedergelegt und den gefallenen deutschen Soldaten gedacht. Jemand stellte ein Foto seines Opas auf, der ebenfalls in derselben Division wie Gerhard Tillery 1945 dort kämpfte und zündete eine Grabkerze an. Sogar Hinak Otterstedt bekam seine 8 Zigaretten zurück ans Grab gelegt, die er am 21. Februar 1945 an der Alten Oder bei Radstock dem Gerhard Tillery lieh, diese aber nie zurückbekam, weil er kurz danach gefallen ist. Am
Am Ende des Tages waren wir einige Stunden unterwegs gewesen, gedachten vielen gefallenen Soldaten und Zivilisten und hinterließen für diesen Tag einen letzten Gruß. Und nein, diese Soldaten und Zivilisten müssen nun nicht bis zum nächsten Jahr warten, damit sich für einige Stunden wieder ihre Vergangenheit erinnert wird. Denn vergessen sind sie nicht, solange wir ihre Geschichte erzählen und dadurch an das Vergangene erinnern. Denn genau das machen wir, nicht nur an diesem einen Tag im Jahr, dem Volkstrauertag, sondern an sehr, sehr vielen anderen Tagen ebenso. In unseren Videos, bei unseren Führungen und gemeinsamen Wanderungen über das Schlachtfeld, bei anderen zahlreichen Veranstaltungen oder Vorträgen rund um die Geschichte der Schlacht um die Sieler Höhen, die wir durchführen. Vielen Dank an alle, die für diesen Tag unterstützt haben. Thank you.